Und da sind wir auch schon im Pre-Main Event. Bobby Roode gegen John Cena. Und Bobby Roode hat echt in diesem Universe das Glück mit Löffeln gefressen. Er wurde bisher in keinem einzigen Match so wirklich genommen. Und dann auch nur immer gegen so Hochkaräter wie John Cena oder Randy Orton, Jinder Mahal etc. Und dann stand er immer in der falschen Woche auf der falschen Seite. Famouser von John Cena. Und es ist halt Super Cena, da kann man einfach nichts mehr machen. Super Cena. Tap, klapp, klapp, tap, tap. Naja. Oh, das war der Glorious DDT. Diesmal aber von John Cena und nicht von Bobby Roode. Schöner Power Slam jetzt von Bobby Roode. Also wenn er dieses Match gewinnt, dann wäre das echt mal ein Befreiungsschlag, was die Niederlagenserie anbelangt. Weil die Niederlagenserie, die zieht sich ja echt schon seit Monaten hin, Woche für Woche. Und dann tritt er gegen einen wie John Cena an. Oh, Konter jetzt von Bobby Roode. Und jetzt kommt das You Can See Me Five Knuckle Shuffle. Aber Bobby Roode kann mit dem Shoulderblock hier jetzt antworten. Tja. Und jetzt nimmt er ihn hoch. Konter. Der Attitude Adjustment wird gekontert. Und stattdessen gibt es den Glorious DDT. Ja, schon bei 1 kommt Cena raus. Ja, der Herr bringt ein Cover. Gar nichts, aber Roode, der fühlt sich jetzt natürlich wie Gott in Frankreich oder Gott bei Nitro oder der Glorious bei Glorious. Glorious House. Wenn er gegen John Cena natürlich seine Niederlagenserie beendet, das wäre was. Das wäre echt. Richtig. Okay, kleinere Clipping-Fehler. Klein, klein waren die gar nicht. Also Roode wirklich 5 Niederlagen in Folge. Das hat bisher noch keiner hingekriegt. Nicht mal Emma, die hat zwischendurch wenigstens mal ein Match gewonnen. Ah, Cena kickt wieder raus. Rollt sich erstmal nach draußen zum Durchatmen. Also Bobby Roode, der hat es verbissen. Der will. Ey, ich wollte mein Comeback machen. Und jetzt kommt das Comeback von John Cena. Wie Santino Marella es ja gesagt hat. Und jetzt gibt es nochmal den Five Knuckle Shuffle. You can see me. Und dann nimmt er ihn auf die Schultern. Attitude Adjustment.
Nein! Da! Alter! Da kam Bobby Root noch raus. Mit dem aus diesem Aufgabegriff wird er auch rauskommen. Die Frage ist nur, wann. Und da muss erstmal der Glorious, der Gloriose, geht nach draußen. Jetzt geht das Gekloppe draußen weiter. Aber Bobby Root, der zieht ihn da oder holt sich ihn wieder in den Ring. Also die Leistung am heutigen Abend von Bobby Root ist glorious. Kann man ja sagen, was man möchte. Was hat eigentlich unser Cena als Five Knuckle? Ach, STF. Und apropos STF, da ist er eingeloggt, der STF. Und da löst er. Was hat er eigentlich als zweiten Finisher? Ach ja, der Avalanche. Nein, jetzt gibt's erstmal. Oh, Konter von Bobby. Also Cena, der ist hier richtig gefordert. Aber Bobby Root sollte ihm nicht so lange Zeit lassen, sich hier auszuruhen. Der Dr. Fagonomics, wie heißt das so? Spricht man das so? Fagonomics. Der Telemetrie. Dr. Telemetrie. Ja, Cena ist ja im Universe noch nicht Champion. Was heißt noch nicht? Er ist einfach schlicht und ergreifend keiner. Und fertig ist das. Jetzt mit Einroller. Nein. Und Bobby Root mit einem Power Slam. Und einem Cover. Was allerdings im Sande zerfließt. Und jetzt nimmt er ihn auf die Schultern. Attitude Adjustment aus dem Nichts. Cover. Und das, glaube ich, war's. Nein! Da kommt Bobby Root noch raus. Ja, die Crowd schreit es, Cena, Cena. Ich glaube, dass John Cena hier bald verzweifelt, weil er schon gar nicht weiß, wie er... Nein, Konter, der Signature wird gekontert. Und der... Oh. Ja, ganz ehrlich, ich weiß schon bald nicht mehr, was ich hier mit Mr. Root anfangen soll. Jetzt sind wir auch noch auf Minus. Ganz großes Kino. Wirklich ganz, ganz großes Kino hier. Ja, jetzt macht er hier ein paar Kicks und jetzt gibt es noch einen Kick. Ja, zu spät. Ja, nee, ist klar. Also Cena, der ist echt... Und jetzt geht's in die Ring... Ecke.
ab oben drauf. Und steigt er selber auf. Das wird der Avalanche Attitude Adjustment vom zweiten Ringseil. Und da ist er! Direkt mit Cover hinterher reicht es, um Bobby Roode unten zu halten. Im. Was ist denn hier los mit diesem Spiel? Ja, dann probiert es halt Cena mit einem ganz stumpfen Aufgang. Ja, Power Slam. Oh, mit Cover direkt hin. Hinterher, aber auch Cena kommt raus. Meine Güte, das ist ja, als wenn es um den World Champion Titel hier geht. Geht hier hin und her. Ja, dass da jetzt die Kamera auch umgeschwenkt hat, das war jetzt zum Kotzen. Auf gut Deutsch. Also Bobby Roode gefällt mir richtig, richtig gut in diesem Match. Ja, da kann die Chance so auf Cena schreien, wie es will. Der Ref ist bei 5. Der Ref ist gleich bei 8. Ja, 8. 9. Aber Roode schafft es in den Ring. Und nochmal der Ansatz zum STF. Und Roode tappt. Also ich muss echt sagen, Respekt an Bobby Roode für diese Leistung. Meine Fresse, der hat mir richtig, richtig auf den Sack gegeben. Er hätte den Sieg auch verdient gehabt, aber gegen Super Cena. Also bitte Leute, gegen Super Cena. Ja, er feiert. Ja, wie ich ja schon angesprochen hatte, Platz 1 gegen Platz 2 und Jinder Mahal ist auf Platz 1. Das heißt, entweder dieses Match wird jetzt verflucht lang werden oder Orton wird uns einfach in kürzester Zeit vermöbeln. Oder wir kriegen es selber ganz schnell hin. Wir hatten ja vorher Bobby Roode gegen John Cena und das war ja wirklich ein Match for the ages. Was ja Cena gewonnen hat. Aber Bobby Roode hätte den Sieg auch verdient gehabt, so ist es nicht, aber... Naja, ein Cena ist ein Cena. Patsch, Ohrfeige. European Uppercut. Ah, das Genick ein bisschen durchdrehen. Also ich muss ja jetzt hier auf Seiten von Jinder Mahal sein. Auch wenn ich Orton ein bisschen gewinnen lassen würde. Aber es gehört sich nicht. Ja, wenn wir die Punkte haben. Und da geht's gegen die Ringtreppe. Und jetzt darf Jinder auch mal gegen die Ringtreppe. Ah.
Jinder geht wieder in den Ring zurück. Und schafft Orton es noch rechtzeitig. Aber ganz knapp. Also Jinder wäre das egal, ob er durch Countout gewinnt. Und Orton, der gibt hier weiter den Zunder. Und Fast Press. Gut, Orton hat natürlich Leichtsinn. Muss ich selber zugestehen, dass ich da leichtsinnig wurde. Hat Orton ja den Titel an Jinder wieder verloren. Oh, das Knie ging daneben. Aber der Schlag, der hat gefruchtet. Aber naja. Oh, das könnte RKO. Rope Break. Jetzt noch kommt Orton noch mit dem Comeback. Ich glaube, es geht los jetzt. Ella Badge. Oh, Fast Press. Okay, Orton ist ein bisschen außer Puste und Jinder sowieso. Okay, jetzt macht Orton erstmal gar nichts. Harte Clothesline von Jinder. Konter von Orton. Und eine weitere Fast Press von dem Former World Champion. Und Jinder mit dem Minus. Und ein wunderschöner Neckbreaker seitens von Randy Orton. Ich glaube, dass Orton leicht durch Countout gewinnt, wenn das hier so weitergeht. Ja, geht ganz geschmeidig in den Ring, hat alle Zeit der Welt. Ja, die Leute rufen es RKO, RKO. Oh, aber stattdessen müssen sie es mit einem DDT erstmal hinnehmen. Vintage Orton. Und wieder mal der Kick-Out seitens Jinder Mahal. Oh, Konter. Und ein zweiter RKO. Das ist wieder zu nah am Ringseil. Wieder mal ein Rope Break. Und jetzt kommt Jinder mit dem Finisher. Reicht das denn für den Sieg? Es reicht, Jinder gewinnt überraschend. Da hat Orton wieder zu viel zu früh gewollt. Ich glaube, zwischen dem... Ja, es ist noch nicht vorbei. Ah, die beiden haben sich ganz, ganz doll lieb. Aber Jinder ist ganz gut am Bluten. Ja,
Ja, Message anordnen, du kriegst den Titel nie wieder. Könnte man es so sagen. Egal, das war's für Nitro. Also es geht weiter mit der dritten Woche mit Raw is War. Bis dahin, auf Wiedersehen. Ciao.